habe sie gefunden und hier ist sogar ein GPS-Marker oder irgend sowas im Wald. Ist der fest? Aluminium? Ne, der ist locker. Und hier ist die Öhrenfeldspitze, da muss ich wohl hier mal kurz drum rumgehen. Ja, hier kommt man schlecht dran, kann man so sehen. Da ist also die Öhrenfeldspitze. Gehe ich jetzt mal gleich noch näher ran. Die Öhrenfeldklippe. Ich versuche sie mal aus verschiedenen Richtungen zu filmen. Also man würde hier, Vorsicht, theoretisch. Na, wenn ich jetzt die GoPro loslasse, ist sie weg. Da ist er. Ja, da kann man nicht drum rum. Also theoretisch kann man hier hochklettern, aber für mich alten Sack ist das zu gefährlich. Versuchen wir noch von der anderen Seite ranzukommen. So, die Öhrenfeldspitze. Von der anderen Seite. Ich sitze hier gerade. Ja, hier ist nochmal so eine kleine Nebenklippe. Ja, puh. Hätte ich beinahe nicht gedacht. Weil die Öhrenfeldklippe ist eigentlich die, die am schwierigsten zu erreichen ist, weil die vom nördlichen und südlichen Öhrenweg am weitesten weg ist. Aber da der Wald hier in dem Bereich noch gesund ist, kann man durch den Wald gehen. Ja, okay, ich versuche mal von da unten noch ein paar Fotos zu machen. Aber hat sich auf alle Fälle gelohnt. Oh, da ist so eine kleine Spalte. Also, ich sag mal, als geübter Kletterer kommt man da ohne Sicherung hoch. Aber das ist nichts für mich. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Gipfelbuch gibt. Also auf einer von den Öhrenklippen soll es ein Gipfelbuch geben. Naja. So, damit alle die Öhrenfeldspitze nochmal von ganz unten sehen. Da steht jetzt genau die Sonne drüber. Egal. So, hier sieht man es nochmal. Ja, ist doch so 10 Meter hoch, das Ding. So, Abschied von der Öhrenfeldspitze. Die zweite wichtige Öhrenklippe, der Öhrenfeldturm, ist 100 Meter nördlicher Richtung von mir, habe ich gerade gesehen. Und da der Wald halbwegs aussieht, versuche ich mal durch den Wald dahin zu kommen. Weil da ist dann noch schon der nördliche Öhrenfeldweg in der Nähe. Ja, das sind dann die beiden wichtigen Klippen von den Öhrenklippen. Ich denke, da hat man noch eine schöne Aussicht von da oben, aber ja, die kann man vom Oberförster Sietz oder die Oberförster Dietzweg aus ganz gut sehen.